Mandy, ich habe einmal zu dir gesagt, du bist der Mann, der immer die richtigen Worte findet. Welche Worte findest du nach dem heutigen Spiel? Ja, schwierig. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele gute Chancen in der ersten Halbzeit vorgefunden und leider haben wir es nicht genutzt. Fangen bei mir an. Wieder muss ich schießen wahrscheinlich. Aber ja, falsche Entscheidungen teilweise getroffen. Tut halt schon weh, weil einiges mehr drin gewesen wäre, wenn wir mal in 1-0 in Führung gehen. Aber so, ja, Gratulation an Salzburg, war schlussendlich trotzdem die bessere Mannschaft dann. Habt ihr versucht, in der Halbzeit noch was zu verändern? Noch? Ja, wir wollten dann rauskommen, ja, mehr Gegenwehr einfach zeigen, ein bisschen höher anlaufen, aber ist uns nicht so gut gelungen. Die haben immer wieder durchspielen können. Dann haben wir gleich 2-0 gekriegt und 3-0, dann war ich jetzt am Kramp. Aber Kompliment trotzdem, nach der Auswechslung, die Jungs haben Gas gegeben bis zum Schluss, die haben immer dran geglaubt und das nehmen wir wieder mit. Ja, jetzt wissen wir mal circa, wo wir stehen. Natürlich Bitterheit, aber weiter geht's. Du hast heute zum ersten Mal, glaube ich, in einem Pflichtspiel die Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt. Ja, ein paar Worte dazu vielleicht. Ja, bin natürlich stolz drauf. Zeige ein bisschen den Weg, wo ich angefangen habe. Ist natürlich ein Highlight von mir. Aber ja, bin stolz drauf, aber heute trotzdem bitter.